Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Siege 3. So, wir sind nun endlich aus dem tiefen Schlund wieder heraus und haben die Royalisten gerettet, haben eine Allianz mit ihnen gegründet, haben Jayne Kassinda besiegt, oder was heißt besiegt, wir haben sie in die Flucht geschlagen und sind nun zurück in Stonebridge in unserem Versammlungshaus und sprechen mit Odo über die Geschehnisse. Also, Jayne hat ein Geheimnis, die Legion hat den König ermordet. Ja. Mein Vater hatte versucht, den alten König abzusetzen. Der Mord war in Wahrheit ein Unfall, aber Devancy hat gesagt... Genug davon. Ich will es nicht hören. Ihr glaubt wirklich, ich hätte das nicht schon längst geahnt? Ich nenne es immer noch eine Lüge. Wir dürfen diese Geschichte niemals erzählen. Okay. Andere könnten das tun. Warum nicht? Nun gut. Nun gut. Dann werden wir nicht mehr darüber sprechen. Besser so. Wir vergessen die Vergangenheit um des guten Namens der Legion willen. Okay, Jayne hat ein Geheimnis. Jayne Kassinda ist die Tochter des alten Königs. Sie hat es mir selbst gesagt. Wusstet ihr das nicht? Ich dachte immer, das wäre nur ein Gerücht. Das ändert alles. Wenn Jayne Kassinda wirklich die Tochter des alten Königs ist, dann hat sie einen Anspruch auf den Thron. Möglicherweise denkt sie, es ist ihr gutes Recht. Schlagen wir sofort zu, solange sie unvorbereitet ist und sich von ihrer Niederlage bei der Funkelhöhle erholt. Okay, nutzt die Dimensionspassage. Wir brauchen eine Armee. Lasst uns fahren. Okay, wir brauchen eine Armee. Jayne muss eine Festung haben und die wird vermutlich gut bewacht sein. Wir brauchen selbst eine Armee. Wir haben bereits ein Abkommen mit den Meistern getroffen. Vielleicht leihen sie uns ihre Automatoiden-Armee. Okay. Ich werde mit ihnen reden. Ich werde mit dem Rat reden. Ich denke, die Meister werden zustimmen. Schwer vorherzusagen, was der Rat entscheiden wird. Aber ihr könntet recht haben. Wir warten auf eure Nachricht. Okay, das heißt also... Oh, Level Up. Ich muss nun mit dem Hohen Rat verhandeln über die Automatoiden-Armee. Ruf der Jagd skillen wir nun... dem hier fertig. Und wir skillen weiter spiritueller Gegenschlag. Und bei Lukas hatten wir doch... Was haben wir genau? Den heldenhaften Angriff. Den skillen wir fertig. Und ebenso... Was haben wir denn hier jetzt zur Auswahl? Den Tod trotzen. Bei weniger als 25% Gesundheit erhält Lukas pro Stufe eine 7%ige Chance, Attacken abzuwehren. Abgewehrte Attacken fügen keinen Schaden zu. Das klingt doch nicht schlecht für einen Tank. Das nehmen wir. So, wir gehen dann zur Halle der Meister. Und... erkundigen uns mal, wie es denn aussieht mit deren Automatoiden-Armee, um Jayne Kassinda ein klein wenig in den Arsch zu treten. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt, wo es drauf ankommt, ob sie behilfsbereit sind oder ob sie sich sträuben. Bitte keine Abfälle oder Exkremente auf den Straßen hinterlassen. Ja, niemals. Ich würde hier echt mal zu gern sehen, wie man hier immer in die Gasse kackt. Bitte haltet euch an die örtlichen Gesetze und Gebräuche. Weiter, 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 weiter. So. Die Meisterhalle. Sehr schön. So, damit wären wir auch wieder bei den Meistern angekommen. Ah, die Gesandtschaft der 10. Legion. Immer eine Ehre, unsere Freunde zu empfangen. Okay, ich brauche eure Armee. Wir planen einen Angriff auf Jayne Kassinda, aber wir können sie nicht allein besiegen. Die Legion braucht die Hilfe eurer Automatoiden-Armee. Ihr wollt die Stadt ohne Schutz lassen? Ist dies nicht vielleicht eine etwas überstürzte Entscheidung? Irrelevant! Wir haben ein Abkommen mit der Legion, Meister Grimmelhaus. Der Rat steht nicht über dem Gesetz. Tja, also, ich denke... Großartig, ich kann die Automatoiden in Kürze einsatzbereit machen. Soll ich zum Abmarsch rufen? Ich warne euch, wir können nicht nach Stonebridge zurück, ehe dieser Krieg beendet ist. Okay, gehen wir. In welchem Zustand ist die Armee? Ich brauche noch etwas für die... Okay, Zeit für die Punkte. In welchem Zustand ist die Armee? Wie viele Automatoiden sind da noch übrig? Ich habe einige von ihnen zerstört. Dem Gentleman gelang es, die Kontrolle über die Hälfte unserer Automatoiden zu übernehmen. Aber nicht alle wurden zerstört. Unsere Armee ist also noch intakt.
Okay. Janes Truppen mögen in der Überzahl sein, aber ihre Soldaten mussten noch nie gegen Automatoiden antreten. Ich wage zu behaupten, dass uns dies zum Vorteil gereicht. Okay, gehen wir. Ich sehe keinen Grund zu zögern. Wir werden zur Spitzturmfeste marschieren, sobald ihr bereit seid. Die Spitzturmfeste befindet sich auf dem Gipfel des Bergs Jareb. Das bedeutet eine Woche Fußmarsch von hier. Unsere Automatoiden greifen die Aegis-Bucht am Fuße des Berges an. Sie werden Janes Truppen in Kämpfe verwickeln und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dadurch werdet ihr die Möglichkeit haben, den Gipfel des Berges zu erklimmen und die Spitzturmfeste selbst anzugreifen. Es wird uns eine Ehre sein, an der Seite der Legion zu kämpfen. Möge unsere Unternehmung von Glück begleitet werden. Na, das hoffe ich doch. Nach langer Zeit wendete sich endlich das Blatt. Die 10. Legion bestritt nicht länger einen Defensivkrieg. Mithilfe der Automatoiden-Armee aus Stonebridge trugen wir die Schlacht zu unseren Feinden. Unter dem Kommando von Martin Giscard und Meister Wolf strömte unsere Armee wie eine Flut aus Eisen und Flammen aus Stonebridge. Es war eine lange, beschwerliche Reise. Wenn ihr mit Soldaten aus Fleisch und Blut hättet marschieren müssen, wären zweifellos viele gestorben. Aber die Automatoiden kannten keine Müdigkeit. Schließlich hattet ihr euer Ziel erreicht, die Spitzturmfeste. Auf dem heiligen Berg Jareb thronend stellt sie das Herz von Jane Cassinders Macht dar. Niemals zuvor hatte eine Armee sie einnehmen können. Fuß des Berges trafen fanatische Azoniten und Automatoiden aus Stonebridge aufeinander. Blindes Vertrauen und kalte Vernunft kämpften um die Vorherrschaft. Und der Boden wurde mit Öl und Blut getränkt. Oberhalb des Kampflärms stiegt ihr über einen vergessenen Pfad den Berg hinauf, um so zur Spitzturmfeste selbst zu gelangen. Dann werden wir die Ersten sein, die diese Burg einnehmen. Gut, die Automatoiden kämpfen. Dann haben wir also Zeit, uns hier umzuschauen. Oh, und ich sehe, wir haben eine neue Kugel hier dazu bekommen. Wir können uns also wieder, oder können eine Fähigkeit mehr einsetzen. Das ist eine Defensivfähigkeit. Sehr schön. Okay. Schauen wir mal. Die Wände liegen hier eng beieinander. Wenn es zum Kampf kommt, haben wir nur wenig Platz. Wartet! Keine Waffen! Wir sind hier, um zu reden, nicht um zu kämpfen. Schnell, Rajani. Wir sollten gar nicht hier sein. Saraya, okay. Geht mir aus dem Weg, was wollt ihr? Jane weiß nicht, dass ihr hier seid, oder? Wir sprechen nur für uns selbst, nicht für unsere Herrin. Jane ist die erste unter unseren Schwestern, so wie ihre Mutter vor ihr. Wir wollen sie nicht verraten, aber... Jane ist von ihrem Weg abgekommen. Sie spricht von Visionen und Träumen, einem großen Baum, Aasvögeln. Sie behauptet, die Stimmen unserer verlorenen Götter in ihrem Geist zu hören. Und das beweist, dass sie verrückt ist. Ihr seid sicher, dass sie verrückt ist? Warum erzählt ihr mir das? Eure Götter? Welche Götter meint ihr? Die Götter, denen wir vor langer Zeit gedient haben. Oder zumindest haben wir das immer geglaubt. Wir haben keine Erinnerung an sie. Nur Geschichten sind uns geblieben und der Glaube, dass sie stimmen. Okay. Ihr seid sicher, dass sie verrückt ist. Was ist mit Azunai? Warum erzählt ihr das? Was ist mit Azunai? Jane führt die Kirche der Azuniten und betet heimlich diese Götter an? Sie behauptet, dass sie Azunai treu ergeben ist, damit ihre Anhänger sie nicht verlassen. Und sie bestreitet nicht, dass er existiert. Aber ihr wahrer Glaube, ihr geheimer Glaube, galt immer unseren Göttern, den Göttern ihrer Mutter. Scheinheilig ist das. Scheinheilig. Warum erzählt ihr mir das? Ihr seid sicher, dass sie verrückt ist. Vielleicht hört sie die Stimmen eurer Götter wirklich. Unsere Götter sind tot. Aus den Himmeln gestürzt und verschwunden. Wir haben sie lange gesucht, durch 1000 göttliche Reiche, aber keine Spur von ihnen entdecken können. Das stimmt nicht, Schwester. Janes Mutter behauptete, dass sie ein Relikt gefunden hätte. Eine vergessene Saat der ersten Schöpfung. Das Werk unserer Götter. Aber keiner von uns hat es je gesehen. Okay, eine Saat? Was für eine Saat, meint ihr? Sie hat uns nie gesagt, welche Form es angenommen hat. Nur, dass sie darin immer noch die Kraft spüren konnte, die die Welt erschaffen hat. Das ist ganz schön heftig. Also, warum erzählt ihr mir das? Und was schlagt ihr vor?
Ihr habt mein Leben in Rabenbach geschont. Und als ihr mit Jane in der Glitzerhöhle gesprochen habt, wart ihr kein Monster, wie Jane es vorhergesagt hatte. Ich will nicht mit ansehen müssen, wie meine Schwestern in Janes sinnlosen Krieg ihr Leben lassen. Es sind zu wenige von uns übrig. Wir bitten euch um Gnade für unsere Schwestern und für Jane selbst. Im Gegenzug bieten wir euch jegliche Unterstützung an. Oh, das klingt nicht schlecht. Einverstanden, niemand wird sterben. Ich habe zuerst ein paar Fragen. Ich werde Jane nicht verschonen. Nein, so kommen wir nicht ins Geschäft. Okay, ich habe zuerst ein paar Fragen. Bevor ich mich entscheide, will ich mehr über euch wissen. Dann beeilt euch, bevor wir gesehen werden. Wieso Jane folgen? Wie könnt ihr mir helfen? Was seid ihr? Keine... Okay, wie könnt ihr mir helfen? Ihr würdet mir helfen, eure eigenen Schwestern zu besiegen? Wie? Wir können uns aus dem Kampf zurückziehen. Wir sind die Obersten von Janes Dienerinnen. Sie vertraut uns die Führung der übrigen an. Und wir können euch sagen, was vor euch liegt. Die Spitzturmfeste ist eine Todesfalle für die Unvorsichtigen. Und Jane zu finden ist nicht so einfach, wie durch eine Tür zu gehen oder eine Treppe zu besteigen. Okay. Wieso Jane folgen? Wenn ihr das Vertrauen in Jane verloren habt, warum folgt ihr ihr dann noch? Wählt eine neue Anführerin. Führung ist keine Frage der freien Wahl. Nicht für uns. Wir sind an Jane gebunden, so wie wir auch an ihre Mutter gebunden waren. Die erste Schwester brennt von uns allen am hellsten. Ihr Feuer nährt uns. Löscht sie aus und wir alle werden vergehen. Wie die erste Schwester? Janes Mutter war die erste Schwester? Was ist mit ihr geschehen? Sie starb in dem Moment, als Jane geboren wurde. Ihr Feuer ging auf ihre Tochter über und ihr Körper wurde zu einer leeren Hülle. Die Gesichter von Mutter und Tochter mögen verschieden sein, aber der göttliche Funke, das Feuer, das sie am Leben erhält, ist der gleiche. Okay, was seid ihr? Könnt ihr mir sagen, wer ihr seid, woher ihr kommt? Euer Volk nennt uns Orken, aber wir haben keine Namen für uns. Wir sind nur Schwestern, so wie schon immer. Unsere Geschichte stammt aus Mythen und Legenden. Sie besagen, dass wir den Göttern dienten, bevor sie zur Erde fielen. Wir haben keine Erinnerung an diese Zeit. Unsere erste Wahrnehmung war das Gefühl eines schrecklichen Verlustes. Aber wir können uns nicht daran erinnern, was davor geschehen ist. Und was geschah danach? Eine merkwürdige Art, euer Leben zu beginnen. Was habt ihr getan? Wir zogen durch die göttlichen Reiche, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht weshalb. Wir waren immer auf der Suche nach Zeichen unserer gefallenen Götter. Wir hatten kein Ziel. Viele unserer Schwestern haben wir in dieser Zeit verloren. Sie zogen davon, verwirrt, oder das Feuer in ihnen erlosch. Janes Mutter führte uns hierher. Sie behauptete, ein Relikt der ersten Schöpfung gesehen zu haben, aber sie sah es nur zweimal. Und wir bekamen es nie zu Gesicht. Okay, keine weiteren Fragen. Also gut, ich habe es mir überlegt. Jane ist verblendet und verwirrt, ja. Aber bitte, beurteilt nicht all unsere Schwestern nur nach ihrem Beispiel. Okay, einverstanden. Niemand wird sterben. Ich habe der Königin versprochen, dass ich Janes Leben schonen werde. Ich werde das auch bei euren Schwestern versuchen. Jane hat sich also wirklich in euch geirrt. Als Rajani es mir gesagt hat, da konnte ich es nicht glauben. Hinter diesem Tor liegt der Burggarten. Er ist voller Soldaten. Sie sind Fanatiker. Nur Jane loyal ergeben. Sie halten sie für eine Heilige. Und ihr werdet sie nie beeinflussen können. Am anderen Ende des Gartens gibt es eine Tür, die mit einem magischen Siegel verschlossen ist. Zwei unserer Schwestern erschufen dieses Siegel mit ihrem eigenen Feuer. Ihre Leben sind jetzt mit dem Siegel verbunden. Um die Tür zu passieren, benötigt ihr ihre Zustimmung. Und die werden sie euch niemals geben. Ihr müsst sie also finden und töten. Okay, an dieser Stelle mache ich einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder.